Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Redstone Tutorials. Heute ist es Zeit für eine etwas einfache Maschine. Nachdem wir die letzte Zeit nur kompliziertere haben, widmen wir uns jetzt mal den einfachen, und zwar eine ganz gewöhnliche TNT-Kanone. Sie funktioniert so: Man drückt hier einen Knopf und TNT wird geschleudert und explodiert an einem weit entfernten Ort. Also wenn ihr TNT auf das Haus von euren Freunden schießen wollt, ohne dass ihr dahin gehen wollt, könnt ihr einfach die TNT-Kanone bauen. Sie ist sehr ressourcenfreundlich und auch sehr einfach nachzubauen. Nämlich, alles was man hierfür braucht, ist ein Knopf, und hier macht man einmal ein Redstone-Dust, ein Repeat auf Stufe 1, und hier leitet man das diesem TNT hin. Je mehr TNT ihr habt, desto weiter wird das TNT fliegen. Und dann macht ihr hier 8 Redstone Repeater auf Stufe 4. Und das tut ihr dann zum letzten TNT dann verbinden. Das ist dann übrigens auch das TNT, was danach da fliegt. Ich kann es ja gerne nochmal zeigen. Man drückt hier auf den Knopf. Das wird erstmal gezündet, dann das andere und wird dann weggeschleudert. Es ist wichtig, dass man hier unten drunter Wasser hat, denn ansonsten wird das TNT eure ganze Maschine zerfetzen, explodiert TNT, aber in Wasser richtet es keinen Blockschaden an. Darum solltet ihr hier auch Blöcke hinsetzen, denn manchmal passiert es dann, dass das TNT nicht richtig ins Wasser fällt, wenn man hier diese Blöcke nicht setzt. Ja, und dann ist eure Maschine kaputt. Das war's mit meinem kleinen Tutorial. Trotzdem es so einfach war, hoffe ich, es hat euch gefallen. Und dann geht es weiter mit einer ganz anderen Version von TNT-Kanone, und zwar eine etwas kompliziertere. Und dann gibt es noch eine weitere TNT-Kanone, aber das hier ist das Grundwissen für die anderen beiden Versionen. Ciao, Leute!